Es geht nicht um billigen Strom und es geht nicht um billige Preise, sondern das Grundprinzip von Wettbewerb ist, dass einfach der Strompreis letztendlich den Grenzkosten der Erzeugung entspricht. Ohne eine gute Infrastruktur lässt sich dieser Hightech-Standort Deutschland mit diesen Industrieorientierungen und nicht der Softwareorientierung, Software kann ich auch bei mir zu Hause machen, aber produzieren, muss ich eine große Fabrik, muss die Logistik stimmen, muss auch die Stromversorgung stimmen. Wenn wir dort mal in die Situation kommen, dass unser Stromsystem so gut funktioniert wie derzeit die Deutsche Bahn, dann wird es nicht mehr lange dauern, dass wir als Industriestandort nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Industrie sagt, unter solchen Bedingungen auf einem solchen Land kann ich auf die Dauer nicht überleben. Sie können dann zwei, drei Blackouts hintereinander haben, aber man kann das nicht so terminisieren. Viele von den Übertragungsnetzbetreibern sehen irgendwie so ein magisches Datum um 2015 aufgrund der Lastflüsse. Aber ich würde mir auf so eine Spekulation nicht einlassen, es kann morgen passieren. Die großen Stromerzeuger, Stromhändler spielen auf einem Spielfeld, in das sie selbst nichts investiert haben. Bei diesem vertikalen Unbundling hat man Bereiche getrennt, in denen Wettbewerb möglich ist, und andere, wie zum Beispiel die Netze, in eigene Gesellschaften gepackt. Jetzt möchte man im Bereich der Stromerzeugung Wettbewerb, allerdings ausgenommen die Erneuerbaren, die nach wie vor irgendwie reguliert sind. Im Bereich des Stromvertriebs, also Sie alle können sich Ihren Stromversorger selbst frei wählen. Im Bereich des Vertriebs haben wir prinzipiell Wettbewerb. Es kommt dann immer nur darauf an, wie viele Unternehmen sich tatsächlich diesen Wettbewerb stellen. Zu Anfang hat man gesagt, wir nehmen mal ein neues Energiewirtschaftsrecht, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, in Deutschland hatte das 17 Paragraphen. Also das war wirklich ein schlankes Gesetz, was eigentlich auch viel bewegt hatte. Das war, als dieses Gesetz gegolten hatte, da sind die Preise gesunken, die der Reinhard Haas erläutert hat. Ne? Und dann hat man gesagt, oh, das mit der Liberalisierung, da ist immer noch Marktmacht und hier und so weiter. Das nächste Gesetz hatte 117 Paragraphen. Und eins ist klar, das übernächste Gesetz, das wird nochmal 100 Paragraphen mehr haben. Und außerdem noch ein Dutzend oder mehr Ausführungsverordnungen, die alle zwei Jahre geändert werden. Und damit ist natürlich im Grunde genommen der regulatorische Kauderwelsch sozusagen gekommen. Und das hat auch ein bisschen was mit Dingen zu tun, die letztendlich nicht in der nationalen Kompetenz sind. Weil wenn jetzt aus europäischer Sicht was reguliert wird, dann kommen Gesetzesbegriffe irgendwie in das System rein, in das deutsche Regulierungssystem, die in Deutschland niemand versteht. Zum Beispiel die Europäische Union hat uns veranlasst, CO2-Zertifikatehandel anlagenspezifisch zu machen. Aber im deutschen Recht gab es bisher den Begriff Anlage nicht. Da gab es den Betreiber und da gab es den Eigentümer und was weiß ich alles und den Standort, aber Anlage gab es nicht. Also hat es 5 Jahre gedauert, bis genügend viele Gerichtsverfahren so beendet worden sind, dass man weiß, was versteht man vor Gericht unter Anlage. Und dann muss man das dann irgendwann gießen in irgendwelche Ausführungsverordnungen und am Schluss gibt es vielleicht eine Handvoll Leute, die das wirklich verstehen, was da genau gemeint ist. Unser System zielt darauf ab, möglichst viel Erneuerbare ins Netz zu bringen und möglichst wenig klimaschädliche Gase zu erzeugen. Und daneben gibt es halt ein Ziel und so hoch soll der Preis auch wieder nicht sein. Aber da gibt es, glaube ich, die Unklarheit auch bei der Zielorientierung, die sich halt dann in dem scheinbaren Tohuwabohu ergibt. Jetzt hat die EU in einem dritten Energiepaket, das wird nächstes Jahr im März in Kraft getreten sein, eine deutlichere Unbundling-Vorschrift für die Übertragungsnetzbetreiber hineingenommen. Es wird eine Agentur für die Regulatoren geben, also ich glaube, es kommt langsam auf den Weg, dass wir europaweit eine Angleichung der Tarifsysteme und der regulatorischen Maßnahmen kriegen werden. Es wird aber natürlich noch eine Weile dauern, weil dazu müssen die Gesetzesapparate angeglichen werden. Es gibt eine neue Vereinigung der Übertragungsnetzbetreiber, die auch mehr gefordert sein wird in Zukunft, weil sie zuliefern muss. Es gibt ja nicht so viele, die Netzkodizes entwickeln können. Aus der praktischen Erfahrung her, auch die Universitäten werden da, glaube ich, ein bisschen überlastet durch solche Aufgabenstellungen. Auch in diesem Bereich werden wir massiv Personal zugeben müssen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Und
in dem Sinne, glaube ich, ist einfach das Marktmodell, es wird schon alles durch den Markt gesteuert werden, wie in anderen Bereichen auch nicht gerade unterstrichen worden durch diese Entwicklung, sondern es ist zu einer Mehr an Regulierung gekommen und wird noch ein Mehr an Regulierung notwendig sein, um das Ganze halbwegs im Gleichgewicht zu halten.